Gott, ich will meinen Jahreslauf, was wir 2019 machen. Ja, ich habe die Liste so durchgeschaut und habe gesehen, dass das meiste ich gar nicht mehr da habe, weil ich die meisten Sachen schon aufgebraucht habe. Aber ich habe noch ein anderes dazu getan, wo ich eben weiß, dass ich das ganze Jahr über eigentlich verwendet habe und mich wundert, dass es auf meiner Liste nicht steht. Also fangen wir auch mal an. Also die Sachen, die ich nicht mehr habe, sind der Hofer-Make-up-Entferner. Ihr wisst ja, den habe ich das ganze Jahr über geliebt. Also den liebe ich auch noch immer. Ich komme halt nur schwer an den Hofer-Make-up-Entferner dran, weil ich halt keinen Hofer in der Nähe habe. Deswegen habe ich ihn jetzt zurzeit nicht da. Was ich auch sehr gern mag, waren die Hollywood Skin Augenpads. Dieses Jahr, die mochte ich mega und habe aber auch keine mehr da, komischerweise, was mich wundert. Dann meine Extensions, die ich heute nicht drinnen habe, sondern ich habe meine Haare heute, also meine eigenen, die sind gerade schon lang, meine Arbeitskollegin hatte recht. Ja, dann das Lancôme Make-up, kann ich auch nie ganz so finden, und mein MAC Lippenstift in Whirl. Ich finde die zwei Sachen, die ganzen Sachen nicht, also weiß nicht, was in letzter Zeit los ist. Ich hoffe, die anderen Sachen habe ich jetzt, ja. Die anderen Sachen habe ich und kann ich euch in Ruhe zeigen. Aber wie gesagt, das Lancôme-Make-up habe ich vor kurzem noch erst aufgebraucht und das muss da irgendwo in den ganzen Aufgebrauchssackern drin liegen. Und ja. Aber ihr wisst ja, das Hofer- und Make-up-Entferner habe ich euch schon 100-mal gezeigt. Die Augenpads habt ihr in den Aufgebraucht-Videos 100-mal gesehen, also die brauche ich euch eigentlich nicht mehr zeigen. Fangen wir mit Gesichtspflege an, würde ich fast sagen, oder? Fangen wir mit Gesichtspflege an. Reinigungsmilch, die habe ich nämlich hinzugefügt, weil ich die nicht auf meiner Liste gefunden habe und was mich mega enttäuscht hat, ist die von Pure Camille von Yves Rocher. Die mag ich extrem gerne. Meine wird jetzt bald leer, das ist schon mein Backup schon wieder. Ich liebe die. Ich liebe die wirklich. Also das ist mein absolutes Lieblingsprodukt als Reinigungsmilch. Ich habe keine andere bis jetzt gefunden, die ich gut finde, außer die, die ich für den Abend verwende. Und das ist die von Clarins. Da ist auch nicht mehr viel drin, sehe ich gerade. Das ist die von der Marc Laurent Serie, so sieht die aus. Ja, ich würde sie mir auch auf jeden Fall nachkaufen. Das benutze ich halt am Abend als Reinigungsmilch und das morgens als Reinigungsmilch. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert, aber ich habe so einen Dachschaden. Was soll ich machen? Mein absolutes Lieblingsgesichtswasser. Ich habe leider ganz viele andere, die ich noch verwenden muss. Eines habe ich jetzt aktuell von Lancôme in Verwendung, was ich auch nicht schlecht finde. Das gibt es aber leider nicht mehr. Heute haben irgendwie meine Haare irgendwas, oder? Aber mein absolutes Liebling ist das von Biotherm, das von der Skin Oxygen Reihe. Das ist das hier. Das liebe ich in der Früh eigentlich. Habe ich jetzt auch noch zwei Backups, weil ich mir vor kurzem die zwei gekauft habe. No comment, please. Aber ja, ich habe noch ganz viele andere, die muss ich vorher noch aufbrauchen. Ich habe auch noch zwei Micellenwasser und so und deswegen, ich werde mit demnächst jetzt nichts mehr kaufen. Ich hoffe, ich halte es euch durch. Halte es auch durch, so. Aber dieses Gesichtswasser von Biotherm, das ist mein absolutes Lieblingsprodukt. Ich habe euch das schon öfter im Aufgebraucht-Video gezeigt und ihr wisst das auch. Also, das ist mein absoluter, das ist mein absoluter Liebling, wirklich. Als nächstes, gesichtspflegemäßig, habe ich wieder zwei Biotherm-Sachen. Und das sind die beiden hier. Einmal mein Liquid Glow Gesichtsöl, kennt ihr ja auch schon, das ist auch schon wieder fast leer. Ich habe aber noch zwei, glaube ich, als Backup. Ich weiß, voll gestört. Also sowas ist wirklich voll gestört, glaube ich. Jetzt keine Zeit zum Zurückschreiben. So, ja, ich mag das extrem gerne. Was ich halt noch als Gesichtsöl mag, was ich aber das Jahr über nicht hatte, ist das von Clarins. Und das habe ich von meinen Arbeitskolleginnen zu Weihnachten bekommen. Da habe ich mich voll gefreut drüber. Das war voll süß. Das habe ich jetzt auch dann noch als Backup. Aber das von Biotherm, ich weiß nicht, ich kann mich zwischen den beiden nicht entscheiden. Das von Clarins hatte ich ja das Jahr davor, glaube ich, extrem lange und habe es geliebt. Jetzt habe ich auch wieder aktuell eine Probe davon. Aber das von Biotherm, ich glaube, die beiden mag ich gleich gern. Ich mag auch die Gesichtspflege von Clarins sehr gerne, aber ich habe ja auch, wie gesagt, die Reinigungsmilch von Clarins und ich mag die auch sehr gern. Aber das Öl von Biotherm, das mag ich extrem. Es ist auch schon, wie gesagt, fast leer. Also nicht mehr lange. Und dann ist es leer. Ihr wisst ja, ich glaube, das war auch Anfang des Jahres. Ich weiß gar nicht, nein, ich habe in irgendwelchen Follow Me Arounds drüber gekriegt, beziehungsweise auf meinem anderen Kanal. Follow Me Arounds sagt heutzutage gar keiner mehr. Auf meinem anderen Vlog-Kanal. So, Deutsch ist manchmal schwer. Habe ich ja sehr, sehr oft über dieses Teil hier geredet. Und ihr seht ja, wie weit es jetzt schon benutzt ist. Ich war einmal mit der Vivi, glaube ich, unterwegs und da habe ich sie mir dann damals gekauft. Und ich war wirklich happy darüber, dass ich sie endlich hatte. Und jetzt ist sie aber fast leer.
Und ich liebe sie. Ich genauso wie ich erwartet habe. Ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Und ich habe auch keine Ahnung, wann ich sie mir demnächst wieder kaufen werde, weil ich habe so viele Serum. So viele Serum. Weil wenn ich das verwende, benutze ich kein Serum mehr. Weil mir das ehrlich gesagt reicht als Serum. Obwohl die Koreaner machen sie anders, aber was soll's. Aber mir reicht das als Serum. Es fehlt schon urviel, seht ihr das? Das tut voll weh. Das tut voll weh. Aber was soll's. Es wird wenigstens verwendet. Weil mich hat vor kurzem jemand gefragt, also es ist vor kurzem, ist eh schon länger her, hat mich jemand gefragt, benutzt du eigentlich die Biotherm Essential, der du so lange hinterhergerannt bist? Viele haben das gefragt, auch im Freundeskreis, sogar meine Cousine hat das gefragt. Und ich habe immer gesagt, nein. Und dann war einmal die Antwort, na, aber du bist so hinterhergerannt, warum verwendest du sie jetzt nicht? Und sie hatten alle recht. Warum verwende ich sie jetzt nicht? Der Grund war natürlich, weil ich sie nicht aufbrauchen wollte, weil ich wieder Angst hatte, dass ich sie mir nachkaufen muss, was ja behindert ist bis zum Umfallen. Deswegen habe ich sie jetzt angefangen und ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Ich habe halt jetzt noch von Biotherm dann das Elixier, weil das Elixier ist ja, ich könnte stundenlang drüber reden, ich muss mich hier kurz halten. Das Elixier ist eigentlich die europäische Version von dem hier, weil das gibt's, ist eher erfunden worden für die Koreaner, würde ich jetzt fast sagen, zumindest ist mir das erklärt worden, weil die gab es ja in Österreich zuerst gar nicht und jetzt haben es verschiedene Müller haben es schon und irgendwo habe ich es noch gesehen. Aber ja, deswegen muss ich gucken. Also ich will zuerst ein paar Serum noch aufbrauchen, besonders das Elixier, weil das habe ich noch im Badezimmer stehen, will ich dann noch vorher aufbrauchen, bevor ich mir das nachkaufe. Aber ich höre jetzt auf, darüber zu reden, weil sonst könnte ich stundenlang drüber reden. Ja, das wäre es eigentlich mit Gesichtspflege. Crememäßig habe ich ja die Everplump von Biotherm so gern verwendet. Ich habe auch dazwischen Proben gehabt. Jetzt habe ich auch wieder aktuell eine kleine Tube. Ich liebe, ich kann die euch auch, glaube ich, zeigen. Ich wusste, ich kann sie euch zeigen. Ich habe sie nämlich vor kurzem wieder bekommen. Da freue ich mich voll drüber. Das ist halt der positive Aspekt, oder? Ich habe sie bekommen, sie ist auch relativ voll. Ich weiß halt nur nicht, jetzt benutze ich sie aktuell in einer Tube als Tagescreme. Aber ich glaube, nachts wäre das besser. Ich glaube, nachts wäre die viel besser. Man kann sie auch morgens und abends auftragen, steht da. Aber ich glaube, nachts wäre die für meine Haut besser. Ich liebe die. Also die Everplump, ich glaube, das wisst ihr schon, weil die habe ich ja oft gehabt, auch schon als Tester. Und die liebe ich abgöttisch. Die liebe ich wirklich. Biotherm ist sowieso meins. Das wisst ihr ja eh schon. Kommen wir noch zu Pflege, glaube ich, bevor wir Make-up anfangen. Weil Make-up habe ich extrem viel. Und dann werfe ich noch einen Duft dazwischen. Weil den habe ich auch das ganze Jahr über verwendet. Pflege-Körperding habe ich eigentlich nur die Lancaster-Serie. Das Ding steht jetzt generell für die Sonnenpflege. Ich habe halt die Sonnenpflege jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Das ist nämlich das Aftersun-Produkt. Ich war ja damals auf der Schulung und da haben wir das bekommen. Und das ist auch geil. Also, wenn ich habe das Problem, ich benutze ja, seit ich Lancaster kennengelernt habe, seit ich bei Müller bin, nur noch Lancaster. Weil ich das einzige Ding ist, wo ich ein bisschen braun werde. Ich weiß, jetzt werden viele lachen, aber das ist wirklich das Ding, wo ich ein bisschen einen Unterschied sehe. Das ist das einzige Produkt, was das schafft. Ja, und wo ich schwimmen war, war ja eh nicht so oft, aber vielleicht ist es ja heuer öfter, mal schauen, habe ich meistens dann nach dem Sonnenbaden das verwendet, das Aftersun-Gel, und das war so angenehm. Meine Haut brennt ja immer so, wenn ich eine Zeit lang in der Sonne bin, und das war wirklich angenehm und hat dieses Brennen weggenommen. Also, das ist dieses Tan Maximizer. Das ist so geil, ich liebe das. Ich habe das vorher noch nie verwendet, weil ich es nicht kannte. Und ja, ich finde es wirklich gut. Wenn das leer gehen würde, ich weiß, ich habe das geschenkt bekommen, aber wenn das leer gehen würde, würde ich es mir nachkaufen. Egal wie viel es kostet, weil ich liebe das Teil. Ich liebe es wirklich. So, das ist eines meiner absoluten neuen Lieblinge, was zu Lancaster auf jeden Fall dazugehört. Und ihr wisst ja, Lancaster habe ich mir sogar schon mal selber auch gekauft. Also, ja. Werfen wir nur noch mal den... Na, Blödsinn, das machen wir am Schluss. Kommen wir zu den Lidschattenpaletten, die ich dieses Jahr häufig verwendet habe. Und ihr wisst ja, drei sind es auf jeden Fall, die da dabei sind. Das sind die von der Disney LE. Ja, da war ich ein richtiger Junkie. Ich müsste mal wieder aussortieren, weil ich habe jetzt gesehen, dass jetzt eine Mini und eine Daisy auch rauskommt und ich die auch gerne hätte. Ja, deswegen müsste ich mal meine Paletten aussortieren. Obwohl ich brav bin und fast eine leer habe, also habe ich euch ja eh auch schon in dem letzten Video gezeigt, nur ist sie jetzt schon mehr aufgebraucht. Ich bin so verdammt stolz auf mich, schaut euch das an.
Der in der Mitte ist jetzt schon aufgebraucht. Den habe ich euch in den einen Video gezeigt, wo er noch voll war. Und die drei, die gehen schon dem Ende zu. Und ich bin mega stolz auf mich. Was ich noch angefangen habe zu benutzen, was eigentlich auch zu meinen Favoriten gehört, weil ich die Sleek-Sache eigentlich voll mag und ich voll vergiss immer, die zu benutzen, ist die Sleek Storm Palette. Den Ton, also der da oben, und einer von den beiden ist rausgebrochen. Einen konnte ich ja retten, das war ja der helle da oben, den konnte ich noch retten. Den hat die Palette damals mein Ex-Freund fallen gelassen. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn die rausbröckelt sind, kann ich die ja verwenden. Was eine gute Idee war, weil den hellblauen, den habe ich jetzt schon aufgebraucht und den dunklen habe ich gemischt mit der Miss Lean oben. Also ja, besser so und ich brauche sie auch. Nein. In Fallen lassen bin ich mega gut in letzter Zeit. Ja. Also, mir sind meine Disney-Paletten natürlich runtergeflogen, war ja eh klar. Aber Gott sei Dank war es nicht die Alien, bei der Alien hätte ich jetzt geheult. So, also die Sleek, die mochte ich immer schon und die zeige ich halt nie her. Deswegen ist es ein kleines Problem, finde ich, weil die wirklich gut ist. Ich weiß, ich mag Sleek generell gerne, aber bevor ich da jetzt mich verquatsche, weil die zwei habe ich eigentlich auch das hier. Naja, die Sleek ist ein bisschen geschummelt, weil die habe ich erst heuer eigentlich richtig angefangen. Aber die Miss Lean nicht und die Miss Lean sind gut. So, dann kommen wir noch zu noch einer, die ich in der Arbeit oft verwendet habe. Die habe ich auch bekommen, weil die wollte ich unbedingt haben. Da habe ich meine damalige Abteilungsleitung gefragt, ob ich die unbedingt haben darf. Weil die fand ich so genial. Das ist von Maybelline. Ihr wisst, ich bin kein Maybelline-Fan. Aber die finde ich echt gut. Das ist diese Lemonade Gaze, heißt die, glaube ich. Oder Grace, irgend sowas. Urgeil. Urgeil, die Farben. Schaut euch mal die Farben an. Also richtig... Jetzt sieht man es ein bisschen besser, richtig genial. Ihr seht ja, wo eine Kuhle auch drin ist, die Farben, wo ich öfter verwendet habe. Also das ist das Gelb und das da unten. Voll schöne Farben, voll schöne Farben. Und ich glaube, dass ich die auch schnell... Schaut, wenn die Disney-Paletten wieder runtergeflogen, gibt es das auch noch? Ich glaube, dass ich die auch schnell leer kriegen würde, die Palette. Wenn ich sie öfter benutzen würde. Aber ich will noch vorher die Miss Lean unbedingt aufbrauchen, bevor ich die anderen benutze. Ich habe nämlich so einen Drang, Lidschatten zu benutzen. Wirklich einen Drang. Ich habe eigentlich vorgehabt, mich heute wenig zu schminken, weil ich mich nur fürs Video geschminkt habe. Und schaut mal, was dabei rauskommen ist. Voll krank. Aber was soll's, das ist eh immer so. Zu den drei Disney-Paletten. Am liebsten benutze ich eigentlich die beiden hier. Das ist die Tiana und die Ariel. Die beiden benutze ich am liebsten. Obwohl man es bei der... Tiana, glaube ich, viel mehr sieht als bei der Ariel. Ich finde die Farben so wunderschön. Ich weiß, man denkt sich hier, man braucht solche Farben vielleicht gar nicht, aber ja. Besonders die Tiana. Also die Tiana hat es mir extrem angetan, sage ich mal, von den Farben her. Lieblingsprinzessin ist sie jetzt nicht meine, aber von den Farben her, die Lidschatten sind am besten, finde ich. Dann habe ich noch die Jasmin und die fand ich auch gut, wenn ich so lila schminken wollte oder so, fand ich sie auch schön. Ich bin auch meistens eher so eine, die drei kombiniert. Also ich benutze nicht immer eine nur, sondern ich benutze immer von jeder Palette meistens eine Farbe. So mache ich es meistens. Ich bin schon so nervös, ich kann gar nicht mehr reden. Dann kommen wir zu einer Palette, der ich ja so hinterhergerannt bin, aber wirklich so hinterhergerannt bin und der ich auch viele Videos gewidmet habe und das sind die Alien von Jeffree Star. Ich liebe diese Palette. Ich glaube, das wisst ihr jetzt auch schon auswendig. Das ist auch die einzige, die in der Verpackung bleiben darf, weil ich die so sehr liebe. Es geht um einen Alien-Kopf. Ich bin so hin und weg gewesen von der. Noch immer. Also ich liebe die Palette. Ich habe auch jetzt gerade gehört, beziehungsweise mir hat jemand auf Instagram geschrieben, dass die jetzt auch gar nicht mehr erhältlich ist, die Alien, was ich urschade finde. Und mir ist gesagt worden, ich soll auf meine Alien komplett aufpassen und das mache ich sowieso. Hier ist sie, ihr kennt sie aus 100 Videos, aber ich liebe die Palette. Das ist eine meiner absoluten Lieblings-Lidschattenpaletten. Und da kann ich auch jede Farbe verwenden, also ich habe mit der überhaupt kein Problem. Aber ich werde nicht so viel davon reden, weil ihr wisst es ja eh, weil ich habe letztes Jahr genug, glaube ich, über sie geredet. Aber das ist eine meiner absoluten Lieblinge. Und jetzt hat er ja rausgebracht die... Wie heißen die nochmal? Die ist lila. Wie heißen die? Ich habe die vor kurzem erst angeschaut. Ich weiß nicht mehr, aber ich habe sie mir vor kurzem angeschaut. Die fand ich auch schön, aber ja. So, dann Augenbrauen benutze ich eigentlich noch immer dasselbe. Ich habe jetzt halt dazu, den habe ich nämlich von meiner Cousine geschenkt bekommen, von Givenchy, einen Augenbrauenstift und ich liebe den.
Der ist halt nur jetzt nicht ein Jahresfavorit, sondern eher nur so ein... Ja, warum zeige ich eigentlich Sachen, die ich gar nicht das Jahr verwendet habe? Sorry. Aber den mag ich auch sehr gern. Normalerweise hatte ich ja den von Catrice. Mein absolutes Lieblingsprodukt für die Augenbrauen ist diese MAC... Man kann das gar nicht mehr mal lesen, seht ihr das? Man kann es überhaupt nicht mehr lesen, weil das schon so alt ist. Ach Gott. Diese Brow Gel Creme ist das von MAC, diese dunkle. Es ist schon viel weg, seht ihr das? Ich habe auch vor, dass ich da mal eine Schicht so runterkratze, vielleicht macht es das wieder besser. Es ist schon echt viel weg von dem. Aber ich habe die auch jetzt schon das zweite oder dritte Jahr, glaube ich, wo ich sie verwende und sie wird aber nicht schlecht. Also sie wird zwar ein bisschen trocken, aber sie funktioniert trotzdem noch. Ich sitze sie bei meinem Augenbrauen. Also ich mische es jetzt mit dem Augenbrauenstift, aber es funktioniert trotzdem noch gut. Was ich noch liebe, ist das Augenbrauengel von Miss Lean. Das hier, was ich mir wieder nachkaufen muss, weil ich habe jetzt meine ganzen Backups aufgebraucht und das ist mein letztes Backup gewesen. Deswegen muss ich mir die wieder nachkaufen. Ja, und wehe, ich habe Gerüchte gehört, dass Miss Lean aus dem Müller rausgeht. Ich hoffe nicht. Dann muss ich mir das bunkern des Todes, wenn das wirklich rausgeht. Weil das ist mein absolutes Lieblings-Augenbrauengel. Ich könnte austicken, aber ich spaß mir noch. Ja, Lippen, Make-Lippenstifte. Brauche ich euch eh nicht weiter erzählen. Als Beispiel jetzt habe ich zum Beispiel den Candy Yum Yum. Mochte ich auch. Ich liebe generell meine ganzen MAC-Lippenstifte. Das wisst ihr. Da brauche ich ja nicht mehr da viel dazu sagen. So, die ich aber noch liebe, sind die hier. Ich habe auch aktuell einen drauf. Und zwar den da. Das ist der Sugar Cookie, glaube ich, heißt der. Ja, der sieht so aus. Das ist so ein richtig wunderschönes Nude. Den habe ich heute oben. Ich habe so Bock in letzter Zeit auf Nude-Töne. Keine Ahnung wieso. Jetzt ist auch meine Fieberblase Gott sei Dank wieder weg. Ich hatte schon wieder eine. Ich könnte richtig auszucken. Aber ich mag alle vier Farben. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist eh positiv. Ich mag alle vier. Der ist auch schon wieder irgendwo. Ich glaube, der ist draußen im Vorzimmer. Das ist die vierte Farbe davon. Der Pumpkin Spice, den liebe ich auch. Ich mag alle Farben von denen. Alle. Wirklich. Aber am liebsten trage ich den roten eigentlich. Den habe ich vor ein, zwei Jahren, glaube ich, oft getragen. Ja. Ich will die auch weiterhin verwenden, brav, damit sie ja nicht kaputt werden oder umkippen oder sonst irgendwas. Gesicht, habe ich euch gesagt, war das Lancôme Make-up mein Favorit, was ich euch hier leider nicht zeigen kann, weil ich das überhaupt nicht finde, da in den Aufgebrauchtsackern. Und eine Sleek-Palette war mein absoluter Liebling. Ich muss sagen, ich bin richtig angepisst. Ich habe mir auch noch zwei Backups gekauft. Eines habe ich jetzt in Verwendung, weil das alte habe ich jetzt endlich weggegeben. Und eines habe ich noch als Backup. Ich muss aber gestehen, ich habe mir noch welche in die Filiale schicken lassen. Ups. Die muss ich endlich mal kaufen. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber es sind relativ viele. Und die muss ich bald kaufen. So sieht das Teil hier aus. Das ist diese Color Correcting Palette und ich liebe sie. Ihr seht ja, der orangene Ton, der wird nie verwendet, aber die anderen fünf Farben schon. Und ich habe die heute auch wieder drauf, also... Und die ging aus dem Sortiment. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Aber ich muss es auch wahrscheinlich nicht verstehen. Oh, jetzt habe ich euch die Make-up-Sachen gezeigt, ohne dass ich euch das Parfum vorzeige. Egal, dann zeige ich euch den Duft halt am Schluss. Mir ist gerade noch eingefallen, was ich euch nicht zeigen kann. Den Make-up Factory Fixing Spray kann ich euch auch nicht zeigen. Den habe ich auch das ganze Jahr über sehr, sehr gern verwendet. Nur habe ich jetzt halt andere, günstige Varianten aufgebraucht und ja. Was ich aber noch liebe, sind die von MAC, die Fix Plus. Ich habe jetzt aktuell das hier, das ist von einer Limited Edition gewesen, das Cherry Blossom. Ja, Fix Plus, glaube ich, würde ich mir immer wieder nachkaufen, weil das eine meiner Lieblingsteile sind, würde ich sagen. Ich war vorher über Lidschatten geredet und habe die Kajalstifte euch zeigen vergessen. Meine absoluten Lieblingskajalstifte sind die von Make-Up Factory. Beide habe ich jetzt von der Arbeit geschenkt bekommen, da steht nämlich das da drauf. Den wollte ich nämlich unbedingt haben, weil den finde ich mega schön. Das ist für die Wasserlinie schon für mich. Ich habe den schon ein paar Mal in der Arbeit probiert, ich liebe den. Was ich noch liebe, ist der blaue von Make-Up Factory. Das ist die Nummer 28. Der ist auch schön. Den habe ich auch unten am Wimpernkranz, jeden Tag oben. Und der ist schon sehr, sehr klein, wie ihr seht. Aber ich liebe den Kajal. Ich liebe den wirklich. Und ich bin am Überlegen, ich meine, ich habe jetzt noch andere Sachen von Make-Up Factory, die ich noch für die untere Linie dann verwenden kann, damit ich mir eben nichts mehr nachkaufen muss. Aber ja, ich liebe die Smoky Liner. Jedes Mal, wenn ich
wenn mich eine Kundin fragt, zeige ich auch meistens immer die, weil die die besten sind. So, ich glaube, Make-up habe ich jetzt. Zumindest sieht so aus. Kommen wir zum letzten. Zu meinem Lieblingsparfum. Ich weiß nicht, die, die mich genug kennen, die müssen es eh eigentlich wissen. Mein absoluter Lieblingsduft ist der Elisab. Das ist mein absolutes Lieblingsparfum. Ihr seht, es ist schon relativ viel weg, würde ich sagen. Nicht ganz die Hälfte, aber fast. Ich liebe diesen Duft. Ich liebe den. Ach, der erinnert mich an so viel, wenn ich den rieche. Ich liebe dieses Parfum. Ach, das ist mein absoluter Lieblingsduft und ich habe da auch Gott sei Dank noch ein Backup davon. Weil ich den so, so liebe. Ja, der ist echt gut. Ich liebe den. Das, also, wenn mich jemand fragen würde, was ist dein absolutes Lieblingsparfum, würde ich auf jeden Fall sagen Elisab. Auf jeden Fall. Was ich jetzt noch vergessen habe, ist dieser von Sean Galliano. Den habe ich jetzt vergessen. Den in Briefform. Den habe ich jetzt vollkommen vergessen. Aber der war auch mein absoluter Lieblingsduft. Nun gibt es den nicht mehr. Und den gibt es ja noch, Gott sei Dank. Passend dazu liebe ich die Körperpflege. Da habe ich das Duschgel davon und die Bodylotion. Das Problem ist nur, die beiden Sachen sind fast leer. Also das Duschgel, glaube ich, kann ich nur noch einmal verwenden. Die Bodylotion 2-3 Mal noch. Und die haben die Body-Sachen aufgelöst. Die gibt es nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Wenn ich ein Lieblingsparfum habe, möchte ich dazu die passende Körperpflege haben. Weil ich halt... Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich einen Duft liebe, zum Beispiel jetzt auch mit dem Boss de Scent geht es mir so, den liebe ich auch extrem, den Duft, da habe ich mir auch jetzt die Body Lotion gekauft, damit ich ihn bald verwenden kann, den Duft, ich war voll gestört. Und dann gibt es die nicht mehr. Das ist doch voll krank. Es gibt auch von dem die nicht mehr. Also Duschgel, weder Körperlotion noch Duschgel gibt es noch von dem Duft. Und ich liebe aber Elisab. Ich kann das wirklich... irgendwie gar nicht verstehen, warum es die auflassen haben. Und es ist jedes Mal dasselbe. Die Körperpflege wird immer als erste auflassen und das nervt mich. Ich habe auch, gestern habe ich eine Kundin gehabt, die die Bodylotion davon gesucht hat und ich musste ihr sagen, leider, dass es nicht mehr gibt, weil ich selber nachgeschaut habe. Ich finde das so beschissen. Ich finde das wirklich beschissen. Ich finde das beschissen. Also von meinem ganz, ganz Lieblingsparfum, so wie das hier, ja, Elisab und jetzt auch Hugo Boss de Saint, was auch einer meiner Lieblinge war, oder ist noch, weil den benutze ich auch sehr gerne, gibt es die Körperpflege nicht mehr. Und das nervt mich. Das nervt mich extrem. Ich kann ja gar nicht sagen, wie. Ich meine, ich bin ja eigentlich eher der Duschgel-Mensch, das wisst ihr. Aber das Duschgel hätte ich mir auch gar nicht mehr nachgekauft, weil das fand ich okay, aber jetzt halt nicht so muss ich haben. Was ich lieber mag, ist die Bodylotion. Und normalerweise sage ich das nicht. Normalerweise bin ich eher das Duschgel-Mädchen als Bodylotion. Aber ich benutze meistens... Wenn ich den Duft verwende, benutze ich vorher die Bodylotion und dann sprühe ich ganz wenig vom Duft auf. Deswegen, glaube ich, ist da auch noch so viel drinnen, weil ich eben das so mache. Und ich finde das wirklich schade, dass die das auflassen haben. Ich kann das nicht verstehen. Ich meine, ich habe sie mir jetzt gekauft, die letzte Bodylotion, was ich noch von einer anderen Filiale ergattern konnte. Upsie. Aber es ist halt voll scheiße. Es ist wirklich, wirklich extrem scheiße, dass sie gerade das auflassen müssen. Ach Gott, ich kann es nicht verstehen. Genug gejammert, würde ich sagen. Ja, das waren meine Jahreslieblinge. Ganz, ganz viel und ich glaube, man hat die Liebe gespürt, was ich für die Produkte empfinde. Aber ja. Aber meistens werden immer meine Sachen auch aufgelassen. Ich klinge jetzt gerade wie eine Kundin. Aber meistens wird immer das aufgelassen, was man liebt. Ich verstehe das nicht. Zum Beispiel meine Sleek-Ding oder... Also das von Sleek oder... In meine Augenbrauen-Gel angebe ich jetzt. Ich hoffe, das stimmt nicht. Ich hoffe, das ist nur eine Lüge. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich höre jetzt auf zu labern. Ich höre jetzt wirklich auf zu labern. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das Video fandet. Und was euer absolutes Lieblingsprodukt im Jahr 2019 war, das würde mich auch interessieren. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!